Hallihallo, alle meine Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Ich bin die Tine und ich mache heute für euch die Wochenbotschaft für die Woche vom, sagen wir, 22. bis 28. Richtig? Ich hoffe, Moment, ja. Ganz gut vorbereitet, ne? Ja, bei mir bekommt ihr verschiedene Sternzeichenlegungen für alle, die neu sind. Schaut euch gerne unter der Playlist um. Da könnt ihr ein bisschen stöbern. Ihr kriegt auch eine Neumond- oder eine Vollmondlegung bei mir. Es gibt jetzt ja, zuletzt hatten wir ja vom 19. die Neumondlegung im Stier. Falls du sie noch nicht gesehen hast, guckst du dir gerne an. So, heute machen wir das mal ein bisschen anders. Aus Zeitmangel muss ich heute mal die Feuerzeichen zusammenbündeln, die Erdzeichen, Wasserzeichen und Luftzeichen. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich habe hier vorbereitet die Mondbotschaften deiner Seele von der Anita Schickinger. Damit werden wir für jedes Zeichen natürlich eine Überschrift setzen. Ich habe hier vorbereitet wieder die Lightseers-Karten von der Chris Anne, wo es auch wieder eine Tagesenergie geben wird, diesmal ein bisschen abgespeckter. Und in der Fortsetzung werde ich dann mit dem Seelenreisetarot von der Julia Aurelia noch etwas in die Tiefe gehen, auch natürlich für jedes Sternzeichen. Und es gibt zum Schluss diesmal eine kleine Eulenbotschaft. Ja, wenn du Interesse hast an der weiterführenden Legung, dann freut mich das sehr. Link findest du wie gewohnt am Ende des Videos, beziehungsweise unterhalb dieses Videos in der Infobox, wenn du auf das kleine Wörtchen mehr klickst. Jetzt wollen wir mal starten. Ich werde drei Stapel vorbereiten. Wir fangen mit der Überschrift an. Erstmal unsere Widder. Erstmal kriegen unsere Widder ihre Karten. Was ist die Überschrift für unser Widder-Kollektiv? Mondknoten aufsteigend. Hier geht es also um Wachstum, um Expansion, um Entfaltung deiner, ja, deiner Fähigkeiten, deiner Talente und solchen Sachen, ja. Auch da für dich selber einzustehen und deinen einzigartigen Weg zu gehen, steht hier, ja. Gut, nächste Überschrift, Löwe. Für welche Überschrift haben wir hier für unser Löwe-Kollektiv? Da haben wir Mond Uranus, Veränderung. Du kannst das Unmögliche möglich machen. Glaube an dich. Ja, also das ist natürlich eine schöne Energie. Uranus ist ja so der Sprengmeister unter den Planeten, der uns manchmal so ins kalte Wasser wirft. Also sei nicht zögerlich, wenn du da Möglichkeiten hast, dann stürz dich rein, ja? Glaube an dich. Was haben wir bei Schütze für eine Überschrift diese Woche? Mondmagie, Mondzauber, Wunscherfüllung, Glücksmagie, Glaube an Wunder, dann werden sie wahr. Ja, das sieht erst doch mal schön, sieht doch schon erstmal schön aus. So, dann werde ich jetzt die nächste Reihe vorbereiten. Die aber noch nicht alle aufdecken und ich werde von oben ziehen. Ich muss nur erst mal vorbereiten. Okay. So, nächste Löwe. Und die letzten hier, Schütze. Was haben wir bei Schütze? Dann kommen wir mit dem nächsten Stapel. Zuletzt Schütze.
kommt denn noch für jeden eine Eulenbotschaft? Einmal Widder, eine Botschaft für Widder. Eine Botschaft für Löwe. Ihr könnt das natürlich vorspulen, wenn euch das jetzt zu lange dauert. Und eine Botschaft für Schütze. Okay, guti. Dann wollen wir starten. Wir fangen hier vorne an und zwar bei unserem Widder. Wie gesagt, also aufsteigender Mondknoten. Da geht es eben auch um deine Bestimmung, deine Berufung, also wie gesagt, die Dinge, die dir vorbestimmt sind und dass du dich selber jetzt im Grunde ganz authentisch zeigen darfst und für dich einstehen darfst und dich, ja, wie soll ich sagen, zum Ausdruck bringen. So, wir haben hier Königin der Stäbe, 10 der Münzen. Und die 10 der Stäbe, das ist ja sehr spannend. 2 Zehner-Energien sagt immer was, dass etwas zum Abschluss kommt. 10 der Münzen ist die Hauptthematik, um die es hier geht. Das heißt, hier will im Familiären etwas vielleicht verändert werden. Königin der Stäbe ist auch Feuerenergie, ist eigentlich so die Schütze-Dame, die ich immer da drin sehe. Oder eine Person, die zumindest sehr motiviert, die sagt, mach das, geh das an, folge deinen Impulsen, die dir wirklich kreative Lösungen zeigt, die dir, da ist so eine Begeisterung für irgendetwas. Und scheinbar möchtest du dieser Begeisterung folgen. Und dazu ist es anscheinend notwendig, jetzt hier im etwas, was mit Stabilität zu tun hat, dass hierfür etwas losgelassen wird, dass man etwas hinter sich lässt, dass man vielleicht eine scheinbare Stabilität loslässt. Ja, vielleicht existiert da dieses Familienleben hier nur noch als Konstrukt, wird aber so als solches gar nicht mehr gelebt. Etwas, was dich nur noch belastet, ja, wo du sagst, das belastet mich einfach nur, ich kann nicht mehr, es ist ermüdet mich und da gibt es etwas, für was du irgendwie Feuer und Flamme bist und dem möchtest du hier folgen. Hier hat jemand seine Koffer gepackt, ja, und hier hat jemand einiges an Aufwand, um diese Dinge quasi zu vollenden, ja, also Zehnerenergie ist immer Vollendungsenergie, ist nichts mehr weiter zu holen, ja, aber die Königin der Stäbe sagt mir, du möchtest wieder leben, du möchtest deinen Leidenschaften folgen, ich weiß nicht, was deine Leidenschaften sind, aber zumindest hast du da irgendetwas, wo die Königin der Stäbe dich motiviert, dem nachzugehen und dafür nimmst du jetzt diese Anstrengung auf dich. Vielleicht möchtest du auch eine Familie gründen und hast hier mit einigen Widerwärtigkeiten zu tun, also mit Widerständen zu tun und musst dir mehr Einsatz bringen, als du vielleicht gedacht hast. Ja, das heißt jetzt, dich hier, ja, die Anstrengungen auf dich zu nehmen, die, ja, solche, ich nehme so einen richtigen Einsatz, der hier gebracht werden muss, der hier in irgendeiner Weise gebracht werden muss, um diese Harmonie, diese Stabilität wiederherzustellen im familiären, in deinem, also ich nehme ganz stark familiäre Themen hier wahr. Aber andererseits mit steh für dich selbst und einen einzigartigen Lebensweg ein, könnte das sein, dass doch viele hier jetzt ein gewisses System hinter sich lassen. Es kann auch ein Team auf Arbeit sein, ein Arbeitskonstrukt, ja, etwas, was dir zumindest sehr viel Halt gegeben hat, wo du über Jahre mit etwas aufgebaut hast, was dann auch vielleicht wie eine Familie für dich war. Aber irgendwie scheint es noch was zu geben, was dich da, dass er sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal verreisen, ich mache das jetzt, ich packe jetzt meinen Koffer, ich gehe jetzt los, ich mache das jetzt, ich mache jetzt mein Ding, ich möchte jetzt meinen eigenen Weg gehen, ich möchte diese Verantwortlichkeiten hier nicht mehr tragen. Vielleicht hast du da eine ziemlich große Verantwortung getragen, da wo du vorher warst, ja.
Ja, und du möchtest jetzt einfach deine Ideen leben, zum Ausdruck bringen. Vielleicht hast du ein kreatives Hobby oder eine tolle Idee, der du nachgehen möchtest, wo du jetzt was Altes, aber wie gesagt, dafür erstmal abschließen musst, ne? Gut, ich merke, dass ich mich jetzt wiederhole. Ich gehe mal weiter zu dem Löwe. Was haben wir denn bei Löwe für ein Thema? Da haben wir ja auch so eine, ist ja auch Veränderung irgendwo, ne? Du kannst das Unmögliche möglich machen. Glaube an dich. Das ist spannend, weil schau mal, wir haben hier sehr ähnliche Farben. Alle drei Karten haben dieses tiefe, dunkle, blau-grün, ne? Sieben der Schwerter, der Mond und Judgment. Hier haben wir in der Mitte den Mond. Der Mond spricht von Träumen, von Visionen, von Sehnsüchten, aber auch von einer gewissen Melancholie und einer, ja, auch Hingabe sehe ich hier mit der Judgment zusammen. Fangen wir hier vorne an. Mit den sieben der Schwertern habe ich das Gefühl, dass du im stillen Kämmerlein Träume und Visionen hast, mit denen du dich beschäftigst. Also das rumort schon eine ganze Weile in dir, dass du hier ja eigentlich noch mehr erleben möchtest. Du teilst das aber niemanden mit. Also das findet alles in dir statt, in deinem tiefsten Inneren. Und du machst das nur mit dir ganz alleine aus. Und es gilt auch hier jetzt wirklich ganz ehrlich und aufrichtig mit dir zu sein. Wo hast du dir selber was vorgemacht? Wo hast du dir was vorgegaukelt, sage ich es mal so, aus einem Schutz heraus, dass du gesagt hast, zum Beispiel hast du dir vielleicht den Erfolg verwehrt, weil du immer in einer Rolle gelebt hast, in der du vielleicht eher das Opfer warst oder eher jemand warst, der nach außen hin jetzt außen, also deine Wahrnehmung war vielleicht immer die, dass du keinen Erfolg haben darfst oder Erfolg haben wirst, dass du das nicht schaffen wirst, dass du dazu nicht schlau genug bist oder was auch immer nicht. Und jetzt gilt es, das für sich zu erkennen, ganz ehrlich zu sein, dass in dir, in ganz, ganz tief in dir Fähigkeiten schlummern, die jetzt zutage gebracht werden möchte. Ja, der Mond, der beleuchtet auch unsere Schattenseiten. Also was hast du dir bisher verwehrt? Welche Muster wiederholst du auch vielleicht immer und immer wieder? Welche Prägungen? Und wo lässt du dich vielleicht auch sehr gehen? Und kann das sein, dass du dich deswegen gehen lässt, weil du einfach Angst hast, dass du nicht mehr in der gewohnten Rolle leben kannst, in der du bisher gelebt hast. Weil wir sind ja nun leider auch so gestrickt, dass die Rollen, die wir über Jahrzehnte gelebt haben, auch wenn sie uns vielleicht nicht gut getan haben, sie geben uns eine gewisse Sicherheit, weil wir das kennen. Das ist das Gewohnte, was wir kennen, ja, dass wir vielleicht immer wieder zum Beispiel Dinge nicht zu Ende bringen, Ausbildung nicht zu Ende bringen, gewisse Projekte nicht zu Ende bringen, uns vor dem Abschluss gewisser Thematiken auch regelrecht drücken, weil wir damit was vermeiden wollen. Und dann schau da bitte mal genau hin, was ist es, was hier wirkt? Was hindert dich hier? Was zieht dich so runter? Ne, wir haben ja so entgegensätzliche Kräfte. Das eine ist so dieses tief, tief, tief tauchen, so richtig tief tauchen. Und hier haben wir diesen Aufstieg. Judgment. Judgment ist eine Karma-Erlösung. Also hier findet wirklich eine karmische Befreiung statt. Vielleicht auch von Unehrlichkeiten aus deinem Umfeld, ja. Aber wenn ich es höre, du kannst das Unmögliche möglich machen. Ich glaube, dass du dir irgendwas verwehrt hast und dass du dich jetzt von diesen Mustern, von den Dingen, die dich hier so tief haben ziehen lassen, runtergezogen haben, dass du dich hier davon frei machst. Du machst dich hier wirklich frei und vielleicht bist du auch gerade dabei, hier eine Strategie für dich zu erarbeiten, dich da rauszuarbeiten und dich zu befreien, ja. Also sie empfängt hier etwas, aber sie steigt auch auf, ne? Sie gibt sich auch diesem Prozess hin.
Und dazu gilt es eben, aus seiner Komfortzone auch rauszukommen. Ja, also wenn du da Möglichkeiten siehst, mal deine Komfortzone zu verlassen, dann nutze das. Glaube an dich, glaube an deine Fähigkeiten. Das könnten sehr, sehr intuitive Fähigkeiten sein. Der Mond steht auch für Spiritualität und für Inspiration. Vielleicht kannst du auch andere inspirieren oder lässt dich inspirieren. Ja. Sehr interessant. So, der Mond steht aber auch für Erfolg. Also sieht alles ganz gut aus, ne? Auch Judgment. Das ist Erwachensprozess. Das ist Befreiungsprozess. Also sehr, sehr coole Energie. Freue ich mich wirklich. Gut, dann gucken wir mal, was hier bei dem Schütze liegt. Da haben wir die 3 der Kelche, 10 der Schwerter und die 8 der Schwerter. Auch wieder eine 10er Energie. Zweimal Schwerter, einmal Kelche, also sehr interessant, weil wir haben hier mehr so die Gedanken am Wirken. Bei den 3 der Kelchen geht es um, ja, vielleicht dieses, man möchte gerne in einem Umfeld sein, man möchte gerne vielleicht in einem, wie soll ich sagen, ja, in deinem Umfeld, also mit Freunden zusammen etwas machen. Wir haben ja hier die Karte Wunscherfüllung, glaube an Wunder, dann werden sie wahr. Hier gucken drei in die gleiche Richtung und haben die gleiche Vision. Vielleicht bist du auf der Suche nach Gleichgesinnten, ne? Und denkst so, wo sind die alle? 10 der Schwerter sagt mir an, dass du hier eine schmerzhafte Phase hinter dir hast, dass du jetzt quasi wie Phönix aus der Asche wieder aufsteigst und dein Leben neu angehst und Richtung der Dinge gehst, die dich erfreuen, die dir Freude bereiten. Und mit den 8 der Schwertern nehme ich auch wahr, dass du hier gewisse Gedankengefängnisse aufbrichst. Befreist dich hier. Man sieht hier, dass sie in diesen Spiegel guckt, ne, und eigentlich erkennt, Mensch, meine Augen sind gar nicht verbunden, meine Hände sind gar nicht gebunden. Ich habe eigentlich jegliche Freiheit, ich kann hingehen, wo ich will. Aber scheinbar hat man das irgendwie nicht gesehen. Oder es gilt, das wirklich zu erkennen, dass du einen freien Willen hast. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst noch mal von vorne anfangen, weil mit den 10 der Schwertern hast du etwas hinter dir gelassen. Und jetzt stehst du da und guckst und weißt scheinbar nicht so richtig, ja, wie soll ich das machen? Ich nehme so eine Stagnationsenergie eigentlich wahr, ja. Aber mit den 3 der Kelchen, das ist ja so, man schaut der Wahrheit und der Klarheit auch so ins Gesicht, ne? Man sieht jetzt ganz klar. Vielleicht bist du auch enttäuscht, weil man mit jemand anderes eine gemeinsame Vision hatte, die sich nicht erfüllt hat und jetzt stehst du so ein bisschen da und weißt nicht so richtig, wie geht's jetzt hier weiter? Du hast hier die Mondmagie an deiner Seite, Mondzauber, Wunscherfüllung, Glücksmagie. Hier wartet wirklich was ganz Tolles. Die Frage ist, richtest du dich darauf aus? Kannst du dich darauf fokussieren? Kannst du das Leben feiern? Feier das Leben. Feier das Leben und orientiere dich an den Dingen, die dir Spaß machen. Und erkenne, dass du einen freien Willen hast, befreie dich davon. Befreie dich da von den Meinungen anderer und mach dir keine Gedanken, was sollen die anderen denn denken und, ja. Das ist völlig, du stehst jetzt hier wieder auf, du hast deine Erfahrung gemacht und du hast die integriert und gehst jetzt komplett neue Wege. Ja, okay, na guti. Dann würde ich ganz gerne mal noch in der weiterführenden Legung jetzt zu gucken, um was genau es hier geht. Ich habe hier noch mal hier drunter jeweils 4 Karten und wir haben ja noch eine Eulenbotschaft. Und wenn dich das Extended interessiert, dann freue ich mich. Wie gesagt, dann findest du jetzt den Link am Ende des Videos oder eben unter diesem Video in der Infobox. Ich hoffe, dass du hier schon mal Impulse für dich mitnehmen konntest. Also wie gesagt, Widder hat hier damit zu tun, jetzt seinem Seelenplan zu folgen
und für sich herauszufinden, was ist deine Begeisterung, wo ruft dich quasi deine Seele. Bei Löwe sehe ich hier, dass es um die Träume und um die Vision geht und dass man hier ganz ehrlich zu sich sein darf und an sich glauben soll, ja, sich Selbstermächtigung. Diese Selbstermächtigung nehme ich hier ganz stark wahr. Lass diese Veränderung zu und lass dich nicht begrenzen. Und bei Schütze nehme ich hier wahr, dass jetzt sich hier Wünsche erfüllen können, dass hier eine ganz magische Zeit angezeigt ist. Und du bekommst vielleicht auch Zeichen, ja, mit den drei der Kelchen kann es sein, dass dir die geistige Welt auch Zeichen schickt, wo jetzt dein Weg hinführen mag, auch wenn du es vielleicht gerade gar nicht siehst, aber bitte erkenne, dass du selber hier, ja, die Dinge in der Hand hast und nicht glauben brauchst, dass du keine Möglichkeiten hast. Du hast schon Möglichkeiten. Öffne dich dafür. Ja, so viel so erstmal dazu und dann freue ich mich, wenn wir uns gleich im Extended sehen. Allen anderen macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis gleich.